Du vergleichst dich mit mir, ich hab für alles gekämpft, was ich hab, ich bin im Visier. Herzlich willkommen, bienvenidos, Christian Avila! Herzlich willkommen, welcome, Dimitri the Wasp Asanow. Boxers, I expect a clean and fair fight. Listen to my commands all the time, protect yourself all the time. When I say stop, no action. When I say break, one step back. Touch glass, go back to your corners. Zählt zu den großen Hoffnungen hier beim Universum Boxstall in Hamburg. Mittlerweile schon die Nummer 67 in der Weltrangliste. Da ist ja Christian Avila weit davon entfernt mit 313. Also Asanow in der schwarzen Hose. Avila. Ja, was für eine Farbe ist das? Bisschen gräulich. Oh, guter Treffer. Nimmt er aber, der Avila aus Venezuela. Aus Manakai. Schöne linke. Nach Kurhaupt. Ja, erzählt ihn an, genau. Hatte mal kurz überlegt, ob es weggerutschen war, aber das war ein klarer Wirkungstreffer. Und direkt noch hinterher, schön gesetzt. Und nochmal, da wackelt der Avila. Der ist noch ein bisschen, die Rechte kommt da angeflogen. So, und das macht eben ein Klatscherboxer aus, diese Führungshand, und die kommt hart geschlagen. Und damit treibt er den Gegner vor sich her. Und dann wartet er, bis die Lücke da ist, und dann stößt er zu wie eine Kobra. Gute Rechte. Also klasse, wie heute boxt er. Also macht er eigentlich immer, aber heute fällt mir besonders gut. Er beherrscht den Avila hier nach Strich und Faden. Und immer wieder knallt es da an den Kopf. Körpertreffer. Er versucht alles unten in die Luft rauszuschlagen, oben. Den mal richtig so an der Schläfe zu treffen. Und, also unten, so schnell geht's. Die Rechte von Avila. Also, wie gesagt, 18 Siege, 14 vorzeitige. Da hat auch eine ganz schöne Klebe. So, jetzt steht's unentschieden, was die Niederschläge angeht. Bin ich mal gespannt, wie der Asanow das wegsteckt. Auch zum ersten Mal in seiner Profikarriere, dass er das verboten muss. Also klasse Kampf bis jetzt. Abwechslungsreich geht es ja hin und her. Und ich glaube, das hat den Dimitri Asanow schon motiviert, dass er da auf dem Hosenboden saß. Beide erstmal voller Respekt da voreinander. Und beide wissen jetzt, aha, der andere kann mich auch wegklopfen.
der bewegt sich schön weggetaucht und ihm dann die Rechte da verabreicht. Aufwärtshaken, aber hat er den Kopf auch rechtzeitig nach hinten gekriegt, der Avila. Guter Kampf nach wie vor. Aufwärtshaken, sehr schön gesetzt. Ja, schwer für Avila da an den Asanau ranzukommen. Und also wieder am Boden und lässt sich anzählen. Da geht's lang, Junge. Kuhhaupt sagt nochmal, kannst du weitermachen? Ab in die neutrale Ecke. So, er versucht dann natürlich über den Körper hier die Sache zu beenden, aber schön auf die Rechte aufpassen, die kam eben auch gestochen, scharf. Offener Schlagabtausch jetzt, Aufwärtshaken, gut. Nochmal Aufwärtshaken und da geht er ran an den Steck und nochmal unten. Klasse Leistung von Asanau und jetzt wird er wieder angezählt, der Avila. Was macht Kuhhaut? Gibt er den Kampf nochmal frei? Ja, nochmal los, wie lange haben wir noch? Ja, 16 Sekunden. Und da kommt Santo geflogen aus der Ecke von Avila. Klasse Leistung von Asanau. Der war am Boden, da ist aber richtig wachgerüttelt worden. Und seitdem hat er den Kampf hier eindeutig bestimmt. Erste Runde auch schon. Aber er hat auch mal feststellen müssen, wie es ist, wenn man nicht aufpasst. Dann kann man ihn auch erweichen. Und ansonsten hier muss ich sagen, ganz, ganz stark. Und dieser Avila ist ja nicht irgendeiner hergelaufener, sondern ein Mann mit einem guten Kampfrekord. Dimitri Asanau, 27 Jahre aus Belarus, hat jetzt die deutsche Boxlizenz beantragt und wird sie wohl auch bekommen, dann Boxer für den BDB. Meine Damen und Herren, willkommen zur Urteilsverkündung. Sieger durch TKO in der vierten Runde nach 2 Minuten und 40 Sekunden und damit weiterhin ungeschlagen undefeated Dimitri, the Wasp, Asanau!